Okay. Lazarus, spiel dir mal. Shot speed down. Oh, yes! Mom's Key ist gut. Ja, Prayer Card ist auch gut. Ich hätte mir gewünscht, dass hier irgendwo eine Kiste ist, ehrlich gesagt. Denn aus Kisten werden wir eine Menge Zeug bekommen. Was kann Lazarus eigentlich? Lazarus selber kann nichts, aber... Oh doch, wenn er einmal getroffen wird, macht diese Blutspur. Ich dachte, die macht nur die andere Form. Er hat eine Wiederbelebung und wenn er einmal gestorben ist, dann kommt er wieder mit 20% mehr Damage. Ehrlich gesagt überlege ich, ob ich nicht versuchen will, mich im Devil Deal umzubringen. Tut mir leid, wenn das ein bisschen zu grafisch klingt für euch. Aber das überlege ich. Denn wir hätten die Prayer-Karte, könnte ich direkt auf der nächsten bis zur nächsten Ebene schon wieder ein bisschen HP generieren. Ich denke, das wäre ganz gut. Ich bin übrigens, was Greedia-Mode gerade angeht, noch ein bisschen im Tainted-Keeper-Modus. Ich habe Greedia-Mode ein bisschen mit Tainted-Keeper versucht, immer erfolglos, weil er hat einfach keine HP. Das war sehr frustrierend. Aber da bin ich immer nach jeder Kleinigkeit auf den Schalter getrampelt. Sache ist, wenn ich mich im Devil Deal umbringe, bekomme ich, glaube ich, der Lazarus, nachdem er einmal gestorben ist, hat, glaube ich, einen 20% Damage-Multiplikator. Er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Range, aber die Range ist mir relativ egal, aber... Der Damage-Multiplikator, der ist halt schon sehr verlockend. Oh Gott, es kommen noch mehr Gegner. Die Blutspur carried hier übrigens ungemein gerade. Auch wenn ich trotzdem fast sterbe. Wir sind den Grünen losgeworden. Warte, es ist nicht mal genug Geld für ein Item. Was soll das denn? Was mache ich jetzt am besten? Wollen wir unser Glück mit der Karte versuchen? Warte, was macht Ace of Spades? Convert all. Ist das quasi ein... Warte, die Zeit ist super egal im Greedia... im Greedia Mode. Ist das die neue, die ich freigeschaltet habe? Oh, das verwandelt alle in Schlüssel. Fuck, wir müssen das Herz mitnehmen. Egal, Ace of Spades wird noch hilfreich auf den nächsten Ebenen. Wenn auch jetzt noch nicht so sehr, aber... Ich denke, es wird... das ist ein super Item für Greedia Mode. Beziehungsweise eine super Karte. Oh, fuck. Natürlich ist Aussicht eine Dingle. So, wir haben es ja erstmal mit einer Menge Gegner zu tun. Okay, der erste ist tot. Das heißt, wir haben die Blutspur. Die ist schon mal ganz gut. Ich denke, bleib da, wo... Nein, bleib da, wo du bist. Ich weiß, der Sprint-Ding ist eigentlich ziemlich gut soweit. Weil er auf meiner Blutspur landet. Gott, dieser Kleine hat so viel Leben. Habe ich irgendwie einen Minus, einen negativen Damage-Multiplikator oder sowas? Ich meine, das ist fucking traurig gerade. Ich glaube, ich werde sterben. Nein, ich bin tot. Okay. Gute Neuigkeit, wir müssen uns keine Sorgen mehr darum machen, wie wir das alles am besten handhaben. Denn die Entscheidung wurde uns soeben abgenommen. Wir werden also nicht auf Devil Deals gehen.
Das war aber auch so dermaßen schwach. Okay. Oh, zweimal Duke of Lies. Yes. Ich meine, ist das gut? Ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher, wenn ich drüber nachdenke. Das sind schon sehr viele Fliegen. Wenn ich eine Bombe hätte, wäre dieser Kampf sehr schnell erledigt. Oh Gott, ich bin zu schwach. Oh nein, ich glaube, das ist ein RIP. Die spawnen halt auch nur diese großen Fliegen gerade. Ja, das ist ein RIP. Ziemlich mies. Range Up, das ist ebenfalls ziemlich mies. Welche Karte bekommen wir? Two of Spades. Yes. Oh, yes! Okay, jetzt sind wir im Spiel. Oh ja, ich wollte Ace of Spades, aber viel lieber auf der nächsten Ebene einsetzen. Aber ja, ich hätte es wahrscheinlich noch einsetzen sollen. Sag mal, willst du auch... Dummer Körper, willst du mich gerade verarschen? Dankeschön. Das macht ja da einfach gar nichts. Oh, dieses Item ist so gut für den Greed-Mode. Ich denke sogar, diese Item wird uns ziemlich hart durch den Greed-Mode carryen, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn wir noch irgendein Batterie-Item bekommen, dann schau ich das an. Und ich kann auch noch fliegen! Nein! Was kommen zweimal nacheinander? Welt mit denen überhaupt? Oh, das ist so ein gutes Greed-Mode-Item. Oh mein Gott. Vor allem kann ich jede vierte Welle Neues einsetzen. Und ich kann jetzt sparen, bis ich wirklich ein gutes Item bekomme. Denn wir werden nichts anderes brauchen als das. Für sehr lange Zeit. Wir kommen 5 Volt und der Run ist gewonnen. Yeah. Und das waren die Monstros. Ja, wir werden Devil D wieder skippen. Ich sagte... hiervon überzeugt mich nicht zu 100%, sondern nichts reduziert dementsprechend. Ich mache noch das Feuer aus und gehen weiter. BFF sollte die Körper stärker machen. Unglück im Glück. Das fasst es ziemlich gut zusammen. Black Candleburn wegen Curse of the Blind, um den mache ich mir nicht so viele Sorgen, ehrlich gesagt. Vor allem ist die Black Candle wirklich teuer und hat nur den einen Nutzen. Ja, warum nicht? HP erhöht und Feuerrate und Luckstat, aber Angriff, verringert, das ist nicht gut. Dafür haben wir aber Hungry Tears. Yeah. Okay. Leider habe ich keine gute Karte bekommen, aber... Zuerst setzen wir Magician ein, was soll's. Leider keine gute Karte, aber Terrorcloth hat so viel Potenzial. Au! Jo, was ist das gewesen? Mit den gesehen? Oh Gott, ich wünschte, ich hätte Spoonbender. Das ist gerade so cool. Wollen wir vielleicht, wenn ich Two of Diamonds finde, wäre das auch ziemlich gut mit der Terror Glove. Au! Ich hatte keinen Schaden dadurch genommen. Ich habe gerade keinen Schaden dadurch genommen, was interessant war. Oh oh. Einfach hier oben bleiben, dann kann uns nicht viel passieren.
Yes! Angel Deal. Yes! Es ist wieder soweit! Außerdem von Benny 1903, 100 Bits, wie wir lieben Dank, und von Dot West 10 Euro. Frohe Weihnachten, schätze ich. Es ist nicht Weihnachten, aber Dankeschön. wie wir lieben Dank. Ich weiß, wir bekommen so auf Sacred Heart, aber was soll ich denn machen? Ich kann nicht einfach Nein sagen. Sie was? Wir gehen auf die nächste Ebene und schauen uns an, was da noch alles liegt. Es nicht mitnehmen. Es war alleine eine komplette Heilung. Kein Champion's Belt? Na. Tears up, ist okay. Vorher würde ich mir ein paar reduzierte Items wünschen. Nur das nicht. Will ich hier irgendwas davon? Es sind an sich... Wir nehmen Raw Liver mit. Und wir nehmen das mit. Ich denke nicht, dass eins der beiden Items sonderlich gut ist. Aber... erfüllt den Zweck. Wir sind halt aber ansonsten immer noch auf der Suche nach einem Batterie-Item. Das wäre immer noch echt gut. Und wenn der Angel die mir einen Wafer geben will, hätte ich übrigens auch nichts dagegen. Vielleicht sollte ich auch einfach ein paar Tarotkarten kaufen. Ich hoffe nur, dass da irgendwas Cooles dabei ist. Ich muss aber sagen, ich habe das Gefühl, ich habe mein Geld verschwendet gerade. Ich habe das Gefühl, dass was ich geholt habe, war es nicht wert. Vor allem das eine Damage-Up für 15 Cent war es halt echt nicht wert. Aber wir sind hier gerade so schnell unterwegs. Ja, doch. Ich denke, mit der Krone kann ich mich anfreunden. Ich glaube, mit der kann ich mich anfreunden. Ja, ich sollte absolut einen Schlüssel kaufen. Oh, das, die Hungry Tears sind scheinbar immer noch im Spiel. Ha. Es könnte interessant werden. Ich denke, ich gehe weiter. Scheint nicht wirklich viel zu geben, was hier für mich interessant. So of. Hey, komm schon. Der Hyrophant! Gut, gehen wir weiter. Der alte Hyrophant wird uns schon noch weiterhelfen. Wirecourt-Hanger, immer ganz nett. Ja, die Diamant-Tränen kommen von der Krone. Wir haben halt echt keine reduzierten Items aktuell. Da ist er wieder! Oh Gott. Das ist einfach so ein starker Run. Einfach alles hier ran. Bin mir nicht sicher, ob es ein guter Run ist im Kampf gegen Ultra Greed, aber... ich denke, Attack Point 5 hat vor allem mit den Hungry Tears gerade wahre Wunder gewirkt, ehrlich gesagt. Gegner sterben so schnell, ich kann sie nicht mal mehr sehen an dem Punkt. Meine Krone! Ihr habt mir meine Krone geraubt!
Okay. Ich meine. Bloody Lust wäre zu teuer, oder? Meint ihr? Wie sollte Bloody Lust versuchen? Okay. Soweit, so gut. Hier ist wie üblich nichts, das ich haben will. Das heißt, ich würde einfach sagen, wir gehen weiter. Da ist vielleicht was, das ich haben will. Aber wir haben keine Bombe hier oder so. Das heißt, auch dann bringt es mir... Gott, das ist so frustrierend. Ja, den Kron-Damage werde ich auf jeden Fall gegen Ultra Greed verlieren, das stimmt schon. Ich hätte halt immer noch gerne irgendeine Batterie. Es sieht nicht so aus, als ob wir hier eine bekommen würden. Ich meine, hier ist eine, aber ich meine auf der Ebene davor. Oh! Scheinbar magnetische Tiers aus dem Nichts. Ach, komm schon. Was ist das hier? No direct effect unless you die and become Lazarus arisen. Oh. Man bekommt einen 21,6 Damage Bonus. Das ist relativ interessant. Bringt mir aber leider nichts. Mit der Shell kannst du fliegen. Ja, ich weiß ja, die war vorhin nicht voll. Ich kann nicht fliegen, wenn ich, wenn die Aufladung nicht voll ist. Das ist so das Problem daran. Ach, komm schon, hier muss doch irgendwas Reduziertes sein. Nein, wir nehmen nicht den Sprinkler. Der Sprinkler hat mir viele Greed Mod Runs gewonnen. Aber wir werden ihn heute nicht mitnehmen. Gott, hier ist halt einfach nur Scheiß. Hier ist nichts Reduziertes oder so. Wir können nicht jeden Greed Mod immer nur mit dem dummen Sprinkler machen. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich sehe nichts, was hier vor sich geht. Oh, und da ist mein Bonehard weg. Alles okay, denke ich. Denn ich sehe nichts, was hier überhaupt passiert. Okay, Köpfe. Und der letzte. Ah ja, ich habe ja Lamp of Coal auch noch. Fällt mir gerade auf. Was sei davon, dass ich beides mitnehme? Ich meine, 25 Cent für ein Herz sind ein guter Deal in diesem Modus. Ja, dann würde ich sagen, wir fokussieren unser restliches Glück. Na, wir spielen gar nicht erst an ihm. Wir gehen weiter. Der nächste Shop wird darüber entscheiden, was wir alles noch machen werden. Noch ein Begleiter für Conjoined. Der D-Infinity. Nein! Oh, hey, warte, ist das... Oh, jetzt, wir haben hier ein paar günstige Items. Lass mich hier mal ein bisschen... Lass mich hier mal ein bisschen was mitnehmen.
Yes! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben 4,5 Volt bekommen. Dann würde ich sagen, ich halte mich hier unten, damit ich keine von den, komm schon. Au. Damit ich keine von den, Münzen mitnehme. Oh, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um meine Leben, sehe ich. Oh nein. Oh nein, meine Leben. Um die sollte man sich besser Sorgen machen. Ich nehme gerade viel zu viel Schaden. Und das ist nicht so gut. Oh, die müssen Soul Heart geben, glaube ich. Oder auch nicht. Jungs, wo ist das Soul Heart, das mir versprochen wurde? Komm schon. Das war extrem miserabel am Ende. Wir müssen. Wir wollen Conjoint haben. Was sagt ihr? Wollen wir das bisschen. Shit, was ist das? Die 20? Wir wollen ein bisschen die Basics rerollen, oder? Na gut, der Bleistift. Den weiß ich zu schätzen. Shit, die Basics Rerun hat nicht so viel gebracht, wie ich mir das gewünscht hätte. Das hat überhaupt nicht so viel gebracht, wie ich mir gewünscht hätte. Haben wir noch eine Batterie hier drin? Nein. Na, mal schauen. Das Problem ist, dass wir, glaube ich, sterben werden. Ich habe viel zu wenig Herzen. Zu wenig Herzen. Moment, kann ich die Items nicht alle rerollen? Funktioniert er? Ich sollte rerollen, oder? Oh, das ist der D6, nehme ich an. Oh, das ist ziemlich cool. Ich sollte es rerollen, oder? Ich kann die Schere nicht aus dem Raum holen. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir an HP-Ups kommen. Das ist so das Problem. Ich würde die Schere behalten. Die Schere ist nicht so wichtig für unseren Run. Ja, yeah, shit. Gibt die Pockets Geld? Nicht wirklich. Musst aufhören zu tanzen. Das bringt mir alles nichts. Clouderbelt. Ich glaube, wir gehen weiter und hoffen, dass das, was ich habe, ausreicht. Nein! Egal, was hätte ich hier danach bekommen? Okay, nichts. Nichts von Belangen. Ich glaube, die Schere ist nicht so wichtig für den Run an sich, weil wir Sacred Heart und Conjoint haben. Ich mache mir aber große Sorgen um meine Leben. Und ich hätte natürlich bevorzugt, wenn ich die Schere hätte behalten können. Wenn ich jetzt Mr. Me hätte,
Wenn ich jetzt den Mr. Me hätte. Nimm einen Keks, damit kannst du Infinite Souls generieren. Oh yeah, das stimmt. Wir nehmen den Glückskeks mit. Der ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Der hat mich schon mal durch einen Run gecarried. Wenn man einmal Mr. Me bräuchte. Vor allem, weil ich ihn super oft einsetzen können. Oh, meint ihr, ich sollte mich killen? Glaubt ihr, ich sollte mich killen, bevor wir zum Boss gehen? Es würde auf jeden Fall nicht schaden. So ein bisschen Bonus-Damage. Machen wir Hierophant. Warte mal, wir bekommen nur 3. Ich dachte, ich bekomme 4 Herzen. Das wird knapp. Gute Sache ist halt, dass wir aber prinzipiell relativ stark sind. Warum nehme ich das Geld mit? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das hier gerade? Warum ist das so stark? Warum? Oh Gott, nicht die Explosionen. Warum ist das so stark? Wie kann es überhaupt so stark sein? Was? Warum ist mein Range so kurz? Also ja, wegen Dingens. Okay. Plan C. Temperance. Zum Glück habe ich die nicht im Kampf eingesetzt. Und doch Soul Art. Was? Warum kriege ich so viel Soul Art? Okay, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Plan C ist das schlimmste Item jemals. Das ist eins, das einen in 4 Sekunden killt. Oh. Cool. Ich glaube, die hungrigen Jungs und der Greedy Greed verstehen sich nicht so gut. Das war so viel Schaden gegen die erste Phase von Greed. Ich bin noch nicht ganz drüber hinweg.